Moin Moin, mein Name ist Andrich der Löwe. Und ja, wir kämpfen für John Connor. Then we better get ready. Genau, bereiten uns auf den Zentralkern vor. Sprich mit Connor. Das wird jetzt wahrscheinlich die letzte Schlacht. Ich hatte letztes Mal schon das Gefühl, dass es die letzte wird, aber wir haben uns quasi nur von den Charakteren verabschiedet, weil die wurden ja abgeschlachtet. Und jetzt machen wir uns gleich fertig für den... Take whatever you need, Sergeant. Ah. Darf ich dich umarmen? Ich darf mir alles nehmen? Alles? Hohoho. Es weihnachtet sehr. Ein Plasma TCV 30V haben wir doch schon, oder? Nee, will ich nicht. Ich habe davon die andere Variante. Den brauche ich auch nicht. Violettes Plasma nehme ich immer gerne. Was haben wir denn hier? VG01. Das wird wahrscheinlich... Pack den mal kurz in die Tasche. VSB90. Haben wir nicht schon so ein VSB90? 95 sogar. Ich nehme den mal auch. Und vergleichen. Das haben wir gescoped. Das will ich nicht. Ach, scheiß drauf. Komm, nehmen wir auch. Mein Rucksack ist voll. Gucken wir mal ganz kurz. 100. Gut, dann fliegst du wieder raus. Wenn die anderen das benutzen. So, 800 Schaden. Das ist violett. Violettes Plasma haben wir. 2500 Schuss. Ich würde trotzdem sagen, da die Waffe so mit rotem Plasma gut Schaden macht. Aber 800 ist echt... Behalten wir die. Aber die können wir, glaube ich, fallen lassen, oder? Nehmen das andere Ding mit. Kann ich das nochmal entfernen? Entfernen. Entfernen. Yep. Und dann kann die Waffe weg. Hier mal ganz kurz. Ich könnte eigentlich noch mehr Plasma gebrauchen. Wenn ihr habt. So. Jo. Da macht's Schaden 200. Nee, komm. Ach, bei dem bin ich wirklich am Überlegen. Das ist jetzt wirklich so ein One-Hit. Nee, komm, ich lasse das alte. Ja, bleiben beim alten. So. Die Dinge haben wir auch nie eingesetzt. Aber. So. Nee. Ich will so beides durch die Bank weg benutzen. Ja, dann sprechen wir mal mit Connor. So sind die Waffen, die wir hingeschmissen haben. Brauch aber nicht euren Scheiß. Sergeant Rivers, it's time. I want you to take a team of my soldiers and fight your way to Skynet's defense grid. We have to destroy those turrets to get to the TDE, but don't worry. We'll provide the support. It's in your hands now, Rivers. Follow me. Jawohl. Werde hier, Connor. Ich hab davon schon als Kind geträumt, für dich zu kämpfen. Commander. Commander. Legt euch. Weitermachen. Nur aus dem Weg. Ihr Maden. Ui. Sind die Ägypter gelandet? Ja, Teil 2 war das auch eine coole Szene, wo er, wo Connor auf diesem Turm war, oder was es da war, und er geguckt hat. Das war eine coole Szene. Teil 2 muss ich nochmal gucken. The defense grid, I see it. Munition!
Oh, haben mich erwischt. Watch the flanks! Drones! There's more of them! Los, knallt sie runter, die Drohnen nerven. Ohohoho! Da hab ich wohl gegen die Säule geworfen. Granaten werfen in diesem Spiel ist nicht leicht. Gott, sagen wir hier ein Safe Point. The defense grid, I see it. Glorreich verkackt. Stell dir vor, es gibt kein Safe Point, dann könnte man das ganze Spiel von vorne anfangen. Oh. Ah, hier ist so eine gute Waffe. Nachladen. So, haben wir. Nächste. Das treffe ich nicht. Scharfschützengewehr. Ah, fickt euch. Nee, so weit kommen wir nicht. Watch the flanks! Drones! There's more of them! Commander, the first sector is secured. All right, Rivers, continue the offensive. Preparing to send in the tank. Schnell looten, bevor die Leichen verschwinden. Jetzt nehmen wir wieder Kackmunition auf. Ich bin einfach nur nach Plasma. Ich suche nur Plasma. Watch out! Zero in on that T-47! Mich erfasst. Weitergehen, weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Mich irgendwie weiter. Ach, scheiße, ich bin raus. Das du elendliche, oh oh. Oh, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Ich bin weg, 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 ich muss mich gucken. Doch hoch, Alter! Scheiße, ich hab eine andere Waffe.
Raketenwerfer schon. Mann, oh Mann. Ist das Ding anstrengend. Nur mein Standardlaser zurück hier. So, und ich glaube... Ah, wir haben 70 Stück. Scheiß da unten drauf. Passt schon. Another sector cleared. That's good to hear, Sergeant. The HK tank just went online. You've gotta keep going. Der ist im Stehen gestorben. Hi. Hä? Hä? Schießt mich denn hier? Hä? Jetzt bin ich gerade geschossen. Bin hier am, ne? Am Looten. Oh. Das war... Oh. Das war Glück. T-47 ahead! Two of them! Sergeant, I got a visual on the defense grid turrets. Lips Thermal? Ach, ich habe doch gerade die Waffe erst weggepackt. Okay, jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Gesagt, habe ich mich verhört. Ich zerlegt. Commander, the defense grid is active. Can't go through. Whoa, no way, no how. HK tank is on its way. Hold your position. Scheiß Lufteinheiten. Sergeant, we need backup. Hang in there. Watch out for that defense grid. Pull back. Pull back. Zurück, ihr feigen Schweine. Voraus! Plündert die Leichen! Oder auch nicht, wo muss ich hin? The defense grid is smashed! Rivers, status! We breached the defense grid, Commander! Good. That HK will accompany. Ist das meiner? Check your fire! That tank is ours! Kein Wichser. Fickt euch, ihr kleinen Wichser. Ah! Los, Deckung, 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 Deckung! Los, los, au, 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 au! Kannst auch zurückschießen, genau so geht das. Bleib mal besser in Deckung. Push forward! Ja, vorstoßen. Wir müssen eine Kiste, lass ich mal eine Kiste sein.
keine Munition für mich. Rivers, I just received intel from the 124. They've located the central core. It was at the coordinates you gave. They'll strike soon. Continue with the offensive. Aber wir sind drin. Oder auch nicht. Haben wir noch die Deckung? Ja, also. Gut, der ist weg. Der hat mich kaputt gemacht. Oh! Na, wir waren erfasst. Ah, oh, da hinten du hältst. Hm? Hast du übersehen? Oh, da kommt die nächste Ladung. Okay, wir müssen wohl uns hier erstmal schützen. Wir bewegen uns. Ach, da weg. Faktoren haben wir Mist. Oh, wir haben zu viele Sachen und Waffen dabei. Wir sind zu schwer. Ich komme nicht so schnell nach vorne. Ui. Hier haben wir Knochen gesammelt. This is it! That's the lab they keep the time displacement thing! Ach du. Spread out! Wo ist mein Raketenwerfer? Ganz schnell. Weiß gar nicht, was ich zuerst schießen soll. Was haben wir da für Feinde? Ach Mann. Na, das ist auch einer. Scheiße. Das ist ein Raketenwerfer. Okay, da war er nicht. Einfach wieder hin. Oh. Was war das? The third Terminator has been sent.
I repeat, the third Terminator has been sent. Ach so, die schießen auch auf mich, okay. Rockets! They're heading this way! Kein Schicksal. Es liegt ein Drohnen. Commander, what's going on? The 124 destroyed the central core and stopped Skynet. So is the war over? For some of us, yes. But just before we destroyed the core, Skynet managed to send three Terminators back in time. Aww. The only thing in our power now is to send the Protectors to meet them. Protectors? The ones that will assure the safety of the people marked for termination. The first Protector has to be Sergeant Kyle Reese. He'll go after the T-800 that's targeting my mother as cool. We speak. By killing her, Skynet will try to erase me from ever existing. The second one will seek to destroy the T-1000. T-1000? A Terminator made of memetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. It's too powerful for a single human being. That's why we'll have to send a Terminator of our own. Do you have that CPU that Mac reprogrammed? I do. You want to send a Terminator to protect your younger self? Won't you be afraid? I will be. Then, there's the matter of the infiltrator that was sent after you. The war can end for you right now, but the question is, are you willing to sacrifice your future to protect your past? By being here, you've already proven that this is not beyond your capabilities. I'll leave the decision up to you. Will I be able to fix my past mistakes? I always believe that the future's not set. There's no fate but what we make for ourselves. You do have the power to change it and protect the ones you care about. So, what will it be then? Na klar, reisen wir in die Vergangenheit. I'll do it. I'll go back. Let's hope I won't get killed this time around. Let us begin then. John Connor prepared the time displacement equipment to send Protectors back in time. He knew that the final battle would not be fought here, but in the past. Sein Rattenschwanz. A Resistance soldier named Kyle Reese was the first man to go back, to 1984. His objective was to protect Sarah Connor, John's mother. The second one was not a man, but a Terminator. Using the chip Dr. Mack reprogrammed, we took control of a single infiltrator unit, Cyberdyne Systems Model 101. It was sent back to 1995 to intercept the sole T-1000 prototype and protect a young John Connor. I couldn't have someone risk their life to protect me. That's why I decided to go myself.
It gave me a chance to right the wrongs of my actions. After 30 years, this war against the machines is finally over. But not all of us live to see the end of it. We never found Baron's body in the shelter. She never stopped fighting. And if she's still alive, I doubt she ever will. She was the leader we needed in wartime. But I'm not sure if she'll find a place during this time of peace. Erin died in that shelter. She believed that her work was helping win the war, and she was right. I hope now she can finally rest. Ryan stayed in the shelter and died. He was a good man, with a good heart. Jennifer and Patrick died at the hands of Terminators in the shelter. I wish there was something I could have done to make them leave. Baron asked me to kill Mac, but I couldn't do it. He left soon after my warning, only to be captured by Skynet. We found him alive in one of Skynet's prisons. Oh, wir haben einen gerettet. Woohoo! And as for me, und den Hund. It was time to start over. Ja, das wäre ein Grund, um normal zu spielen. Um unsere Fehler wieder auszubügeln. Fuck. Also ich habe die ganze Zeit ja eigentlich gewusst, dass diese... Listen to me if you want to live. Ich habe ja gewusst, dass unsere Basis irgendwann angegriffen würde. Ich hätte es auch so gemacht. Also auf jeden Fall. Ich hätte es auch so gemacht. Ich hätte auch die Basis natürlich, wenn man das schon vorprogrammiert hat, nutzt man das natürlich um... da hätte man auch... Also ich weiß, die Erin konnten wir wegschicken, aber wir haben gesagt, hey, wir brauchen Sanitäter, ne? Gibt's da Mangelware? Bei Brian bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube auch, den hätten wir wegschicken können. Oder weiß ich nicht, ob das sicher, ob wir es machen konnten. Ja klar, Jennifer konnten mal wegschicken. Mit Patrick. Aber ich kann mir nicht vorstellen, in der, also bei den Lebensumständen, die Fronten sind ja so immens groß, dass die da einfach da entkommen wären. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Irgendwie schade, dass es zu Ende ist. Also ich hätte gerne noch weitergespielt. Ich finde es auch gut, quasi, dass das Spiel ein Ende hat, quasi, ja klar. Aber wie sie es gemacht haben, dass sie quasi nochmal Kai Reese und den T-800 quasi nochmal erwähnt haben, wofür wir den Chip ja quasi gebraucht haben von Dr. Mac und dass wir quasi Dritte sind. Die anderen Teile oder den dritten Terminator-Film, den haben sie nicht erwähnt. Oder haben sie überhaupt jemanden in die Vergangenheit geschickt oder habe ich es nur vergessen? Weil den habe ich ewig nicht mehr gesehen. Den dritten Teil. Mathilde sagt immer nur, es gibt zwei. Den vierten mochte ich wiederum. Da hat man es in der Zukunft gesehen, aber es war halt jetzt nicht da, wo wir waren quasi. Das war noch ein bisschen davor. Dass der Untergrund oder der Widerstand sich erst angefangen hat zu finden und aufzubauen. Aua! Katze. Das war mein Headset. Ja. Was bleibt abschließend noch zu sagen? Also, ich hätte gern, also ich hoffe, also erstmal alle, die bis hierhin geguckt haben und, Originalmusik, die bis hierhin geguckt haben und noch kein Abo hinterlassen haben, hinterlasst jetzt mal ein Abo. Dafür, dass ich es durchgespielt habe. Ja, und kauft alle bitte dieses Spiel. Bitte, bitte, bitte. Kauft alle dieses Spiel. Ich hoffe, dass wenn dieses Spiel, auch wenn es nur Durchschnitt ist, ne? Die Grafik könnte besser sein, das Storytelling könnte besser sein. Es ist aber ausbaufähig.
Und sie haben mal gezeigt, der Hersteller Tycoon hieß es, die Rambo verbockt haben. Also, als ich gehört habe, dass die das Terminator-Spiel machen, habe ich gesagt, komm, brauche ich nicht. Brauche ich mir nicht angucken. Aber wenn die es hinkriegen, ein mittelprächtiges Terminator-Spiel, was mir Spaß gemacht hat, ne? Es ist, ich sag zwar mittelprächtig, aber ich habe meinen Spaß. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt bei dem Let's Play, dass ich meinen Spaß hatte. Und warum raffen die Leute von Ubisoft, Soft und EA und wie sie alle heißen, dass die Marke nicht tot ist? Filmtechnisch vielleicht, ne? Den aktuellen habe ich immer noch nicht gesehen. Filmtechnisch bin ich da erstmal raus. Können sie liegen lassen. Spieletechnisch können sie um einiges noch raus. Am liebsten hätte ich es gerne, dass CD Red Project sich die Lizenz nimmt. Für 1 und 2, den Rest braucht man ja quasi nicht. Und dann am besten Open-World-Geschichte erzählt. Und vielleicht können sie jetzt auch, könnte man erstmal so eine Open-World... Ja, man baut sich einen Widerstand auf. Ziel ist es halt, auch Skynet zu ficken quasi. Vielleicht kommt man in die Zeitmaschine, an eine Zeitmaschine ran und hat noch eine Gelegenheit, so, oder vielleicht als DLC, in der Vergangenheit zu spielen. Wäre cool. Wäre cool. Also es ist auf jeden Fall Potenzial da, finde ich. Und auch Potenzial da, Geschichten zu erzählen. Definitiv. Also trotzdem, Daumen hoch von mir. Das Spiel hat mir richtig gut gefallen. Ich habe richtig Spaß gehabt. Und ja, ich hoffe ihr auch. Ich will nicht mehr euch so lange voll labern. Es soll es gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.